360 Football hier, heute ein neues Video, heute ein 1 gegen 1 Tipps und Tricks Video. Genau, und zwar sehen wir vor allem auch in den Personal Trainings, welche Fehler sehr oft begangen werden oder aber auch, welche Spieler es richtig gut machen und wieso sie dann auch diese 1 gegen 1 gewinnen. Da möchten wir im Video mehr drauf eingehen. Ja, nicht allzu lange reden, direkt ins Video. Vamos! Let's go! Ja, wir gehen hier auf zwei Situationen beim 1 gegen 1 ein. Und zwar haben wir erstens die Kontersituation und zweitens, wenn die Verteidigung eigentlich schon richtig steht. Beginnen werden wir mit der Kontersituation. Und zwar geht es da darum, dass man, wenn man den Ball bekommt, maximales Tempo nach vorne macht, den freien Raum attackiert, von Anfang an im vollen Tempo ist und dann auch mal im Spieler einfach vorbeiziehen kann, weil man da im Normalfall ja auch mehr Platz hat, als wenn die Verteidigung schon gut steht. Spieler, die das ganz gut machen, beispielsweise sind Kevin De Bruyne, Mbappé oder auch Bale, die einfach nach vorne gehen, mutig sind, dann vielleicht auch mal den Ball verlieren, aber auch das Entscheidende machen können. Gehen wir davon aus, der Ball wird beispielsweise abgefangen, dann muss der Angreifer gleich mit vollem Tempo gehen. Bei der zweiten Situation, dort steht die Verteidigung schon und dort fokussieren wir uns viel mehr auf den Tempowechsel und das seht ihr hier gleich auch im Beispiel, wie das gemacht wird. Das bedeutet auch, dass wir nicht gleich mit 100% auf den Gegenspieler zugehen, sondern mit ca. 70-80% oder in anderen Fällen auch noch langsamer, aber wichtig ist dann das richtige Timing, nicht zu früh, nicht zu spät und dann richtig explodieren. Das sind jetzt die zwei Situationen, die wir so ausgewählt haben und jetzt kommen wir dann zu den jeweiligen Übungen. Ja, starten wir gleich mit der ersten Übung und da wird Can jetzt vorzeigen, wie das gemacht wird. Und zwar geht es darum, ja, aus dem Lauf, Ballführung, volles Tempo und dann kommentieren wir mal, wie das ausschaut da. Okay, vamos! Volles Tempo, auf den Gegner zu, einfach durchziehen, Abschluss suchen. Eigentlich simpel, aber ja, die Wiederholungen machen es aus, immer wieder machen und vor allem auch volles Risiko gehen, volles Tempo, es dürfen hier auch Fehler passieren, das gehört dazu. Zweitens ist natürlich auch die Schnelligkeit entscheidend und darum empfehlen wir auch Sprints zu machen, Sprinttraining mit viel Pause zwischen den einzelnen Sprints. Da schauen wir wieder mal Can zu, wie gut er das Ganze macht. Vamos, vamos, vamos. Durchziehen, beispielsweise 20 Meter bis 30 Meter und dann mit genügend Pause, 2 bis 3 Minuten zwischen den Sprints. Wie trainieren wir die zweite Situation? Da haben wir auch ein paar Sachen vorbereitet und Can zeigt wieder die erste Übung. Schauen wir wieder, let's go, let's go. Hier geht es darum, erstens einfach mal aus dem Stand mit dem Ball am Fuß zu explodieren. Kommen wir zur zweiten Übung und hier steigen wir das Ganze einfach schon ein bisschen. Und zwar kommen wir ein wenig aus dem Lauf und explodieren dann. Jetzt steigen wir das Anfangstempo nochmal auf die 70 bis 80%, dann explodieren und wie gesagt,
Abschluss ist Bonus, aber wenn ihr ein Tor zur Verfügung habt, würde ich natürlich den Abschluss mit reinnehmen. Ja, da bin ich stolz auf den Bruder mit den kaputten Beinen, kaputte Leiste, kaputter alles Rücken. Kaputter Mensch. Ja, bei mir kaputtes Knie, da geht leider noch gar nichts, aber kommt auch ja, schon wieder. Auf jeden Fall. Ja, das wäre das Video gewesen zum 1 gegen 1, die zwei Situationen, wie man die trainieren kann. Natürlich immer wieder machen, immer wieder machen. Das ist alles eine Wiederholungssache. Ja. Aber da auch auf die Qualität schauen bei den Tempowechseln oder dass man beim Konter wirklich beim Maximalspeed ist und sich da auch getraut. Ja, ja. Ansonsten. Ja, wie immer. Liken, abonnieren, kommentieren, die Glocke nicht vergessen zu aktivieren, auf Instagram folgen, auf TikTok folgen, E-Mail. Und ja, das war's. Ja, bis zum nächsten Mal. Gas geben! Trainieren, trainieren, trainieren. Vamos!